Wahlkampfes 2013 gekürt hat. Natürlich gratulieren wir dazu, auch zum Wahlergebnis. Aber der beste war, aber der häufigste war ich. Naja, jedenfalls hast du die Auszeichnung bekommen. Ist dir so eine Auszeichnung wichtig oder was denkst du dir dabei, wenn du sowas hörst? Ja, man, eigentlich liebt man Auszeichnungen für Dinge, die man nicht kann. Vor allem Männer sind immer stolz auf Dinge, die sie nicht können. Und wenn man, ich weiß ganz genau, zum Beispiel der Kaul, der berühmte Rechtsanwalt aus der DDR, dass der ein guter Anwalt war, wusste er, aber er war ehrlich gesagt kein so... Wie bitte? Also Kaul war zweifellos ein guter Anwalt, er trat ja auch viel in der Bundesrepublik Deutschland auf und so weiter. Aber er wollte unbedingt ein guter Schriftsteller sein. Und das war er ehrlich gesagt nicht. Und deshalb hätte der sich über einen Orden als Schriftsteller wie verrückt gefreut. Da sind wir ja direkt beim Thema. Du schreibst ja auch Bücher. Erstmal die Frage nach der Technik. Liegst du auf deiner Ottomane und hast einen Laptop auf dem Bauch oder sprichst du in so ein Diktiergerät? Wie machst du das technisch? Da ich viel zu faul zum Schreiben bin, der Hermann Kant hat mir mal erzählt, dass er alle Bücher mit der Hand schreibt. Das also diktiere ich sie. Und dann wird es. Und du diktierst auch immer die Satzzeichen mit, wenn ich das mal richtig. Manchmal, meistens, ja. Mitbekommen. Automatisch. Ja. Da muss man aufpassen, wenn du als Anwalt plädierst. Ich hatte mal einen Kollegen, der stand neben mir und sagte immer, Komma, Punkt. Da habe ich gesagt, du diktierst nicht, du plädierst. Also da kommt man so in eine. Aber abgesehen davon, und das ist mir wichtig, ich diktiere das und dann wird es geschrieben und dann falle ich um. Weil das überhaupt gar nicht geht. Also so wie man spricht, kann man nicht schreiben. Zum Beispiel sage ich dann etwas ironisch. Sage, ja, das kann man schon glauben. Und dann steht aber plötzlich da, das kann man schon glauben. Und dann sage ich, um Gottes Willen, ich meine ja das Gegenteil. Das heißt, dann fange ich an, das Ganze umzuschreiben. Das ist dringend nötig. Aber aus Faulheit, so muss ich sagen, diktiere ich es. Und dann allerdings macht das auch mal, schreibe ich es wieder um, weil ich dann merke, dass das sprachlich gar nicht geht. Du hast ja in deiner Familie eine weltberühmte Schriftstellerin, die Literatur- und Nobelpreisträgerin Doris Lessing. Hast du der mal ein Buch von dir geschickt und gesagt, Doris wird aus mir mal ein großer Schriftsteller? Oder nein, Tante Doris wahrscheinlich? Solche Fehler begehe ich nicht. Denn erstens kann sie gar nicht Deutsch. Hm. Und nun mein Buch noch ins Englische zu übersetzen, wäre vielleicht etwas zu viel. Zweitens weiß ich doch, dass ich kein Schriftsteller bin. Es ist ja überhaupt, also ich habe mit Heim immer gestritten, der behauptete, ich könne auch schreiben. Ich war da nicht sicher, weil ich immer denke, wer reden kann, der schreibt ja da nicht. Oder seltener. Ich habe diese schöne Geschichte mit Heiner Müller, gibt es, die darf ich erzählen, sonst würde ich es gar nicht machen, hat er mir ausdrücklich erlaubt. Der war bei mir in der Anwaltssprechstunde und erklärte mir 15 Minuten lang ein Mietproblem. Also noch zu DDR-Zeiten. Ich hörte ihm natürlich zu und nach 15 Minuten sage ich, wissen Sie, ich muss Ihnen jetzt mal was erzählen. In Ihrer Weiberkomödie steht ein Bauer an der deutsch-deutschen Grenze und sagt einen Satz. Er sagt, tja, tja, das Gras wächst von hüben nach drüben, nur der Mensch braucht Papiere. Dann sage ich, in einem Satz bringen Sie die ganze Widernatürlichkeit der Grenze zum Ausdruck. Wenn ich das versucht hätte, ich wäre nie auf einen solchen Satz gekommen, hätte ich 3 Seiten geschrieben, um das irgendwie alles zum Ausdruck zu bringen. Und dieser eine Satz sagt eigentlich alles. Aber jetzt haben Sie mir 15 Minuten Ihre Mietsache erklärt und ich habe immer noch nicht begriffen, worum es geht. Und dann sagte er zu mir, wenn ich reden könnte, würde ich ja nicht schreiben. Und da ist, glaube ich, was dran. Und umgekehrt ist es auch, wenn man gerne redet, ist einem das Schreiben zu langwierig. Also wenn ich zum Beispiel wirklich mit der Hand schreibe, dann bin ich ja mit meinen Gedanken immer schon 2 Sätze weiter, bevor ich die geschrieben habe. Da bin ich nervös. Deshalb gibt es von mir auch, also wirklich, ist ein handschriftlicher Brief von mir ist eine Rarität. Wirklich, ganz wenige. Du musst ja auch sehr viele Interviews geben, natürlich im Wahlkampf jetzt besonders viele.
Und da du gerade Heiner Müller erwähnt hast, es gab ja mal ein Interview mit Heiner Müller, ich weiß nicht, ob es in der FAZ war oder wo auch immer, ein sehr langes im Feuilleton natürlich. Und da hieß es mehrmals, Heiner Müller schläft ein. Dann wurde das Interview wieder aufgenommen, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, das ist schon Jahre her. Heiner Müller schlief während des Interviews mehrmals ein, aber das Interview wurde dann fortgesetzt. Kannst du dich da hineinversetzen oder bist du in absoluter Anspannung in Interviews und sagst so jetzt? Also voll, ich schlafe ja schon in Restaurants beim Essen ein. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, weil das ist wirklich auch eine Altersfrage. Das ist ja mit der senilen Bettflucht, da ist ja was dran. Man kann morgens nicht mehr so lange schlafen, wird dann aber am Nachmittag müde, all solche Dinge gibt es, völlig klar. Aber ich muss sagen, beim Interview oder im Fernsehen, ich hoffe, dass mir das nicht passiert, dann ist halt, also, wenn ich bei der Ilna oder bei Jauch sitze und einschlafe, das wäre schon ein starkes Stück, sage ich mal. Ja, vielleicht auch ein schlechtes Zeichen für die Sendung. Sehr schlechtes Zeichen für die Sendung oder für mich oder für weiter. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dazu ist dann meine Anspannung zu groß. Also ich habe immer Lampenfieber übrigens auch vor Fernsehtalkshows und entgegen meinem Ruf mag ich die gar nicht. Ich mache sie, weil es nötig ist, das ist völlig klar. Aber das heißt nicht, dass ich mich wahnsinnig freue, am Sonntagabend bei Herrn Jauch zu sein oder so. Ich mache es dann und dann ist es immer so, ich bin immer noch vorher ein bisschen aufgeregt. Und bei einer Matinee-Veranstaltung im Deutschen Theater, übrigens am Sonntag mit Werner Schneider, da freue ich mich natürlich schon drauf, am kommenden Sonntag, also auf den Kabarettisten, ich habe auch immer Lampenfieber, bevor ich da bin. Und wenn du auf der Bühne sitzt, ist es vorbei? Es ist weg. Es ist so immer nach 2 Minuten so weg, wenn du so ein paar holprige Sätze gesagt hast und das Ganze dann beginnt. Und dann ist immer die spannende Frage, stimmt die Chemie? Kriegst du ein Verhältnis? Der letzte war Konstantin Becker, das ging sehr gut, muss ich sagen. Aber manchmal ist es auch so, es kommt kein richtiges Verhältnis zustande. Ich weiß noch, einen Regisseur, den ich wahnsinnig geschätzt habe, stellte mal meine Frage, der sagte, ja. Oder er sagte, nein. Oder er sagte, weiß ich nicht, ganz verrückt werden. Und ich bin ja dort anders als hier, was man mir kaum zutrifft. Ich stelle wirklich nur Fragen. Kann man das nachweisen, dass es so ist? Das kann man nachweisen. Und da sind auch alle immer erstaunt, weil sie genau mit dem Gegenteil rechnen. Die sagen mir, ich hatte mir überlegt, wann ich zu Wort komme. Aber offensichtlich hat sich das Publikum daran gewöhnt und macht das auch. Das ist ja fast immer ausverkauft, also scheint es ja zu interessieren. Ich interessiere mich ja dann auch für die Leute. Ich weiß noch, Marcel Reich-Hranitzky, inzwischen ja leider verstorben, der war auch mein Gast, der sagte dann nach einer Weile, als er sprach, wo hat es mich jetzt eigentlich hingeredet? Dann habe ich zu ihm gesagt, dann amüsierte er sich und natürlich auch das Publikum, hat gesagt, ich habe mir sowieso 5 Fragen vorgenommen, 2 hatte ich schon, die anderen 3 kriege ich auch noch runter. Das war natürlich maßlos und dann Film, es waren schon mehr. Du sagst ja gerne, wir als Politiker haben die Aufgabe zu übersetzen, ne? Komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Nur hat ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, du musstest ja die ganze Zeit die Fraktionsklausur leiten. Ich konnte mir Luxus erlauben, ab und zu mal meinem iPad nachzuschauen, was es so Neues gibt. Mich gerade, als wir auf der Klausur waren, mit folgenden Meldung eigentlich richtig erschüttert. Es gibt ja eine Studie, eine Art PISA-Studie für Erwachsene, also im erwerbsfähigen Alter, wie man so sagt, zwischen 16 und 65 Jahren. Und es wurde festgestellt, dass jeder 6. Deutsche oder in Deutschland, da gibt es aber nur eigentlich nur soziale Unterschiede und gar keine Unterschiede, ob man Deutsch als Muttersprache hat oder nicht, auf dem Niveau eines 10-jährigen Kindes liest und rechnet und jeder 6. Deutsche nur in der Lage ist, kurze Texte mit einfachen Wörtern zu verstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für uns, finde ich zumindest, nochmal eine besondere Herausforderung darstellt. Du hast ja auch in dem Buch hier ein Kapitel über Bildungspolitik geschrieben. Und wenn wir über Bildungspolitik, über die Gemeinschaftsschule und so, und wenn wir über Bildungspolitik sprechen, denken wir eigentlich immer nur an die Kinder, aber dass sich das hier fortsetzt, den Erwachsenen, das haben wir eigentlich gar nicht so im Fokus. Aber ich muss sagen, für mich war das nochmal diese Verdeutlichung, jeder 6. Erwachsene kann nur auf dem Niveau eines 10-jährigen Kindes lesen und rechnen, etwas, was uns nochmal eine besondere Aufgabe aufgibt. Also während der Klausur hatte ich natürlich keine Chance, sowas nachzulesen. Die übrigens zu leiten ist anstrengender, als man denkt. Wenn das so 1,5 Tage oder länger geht, das ist auch gar nicht so leicht übrigens.
Aber ich habe das gelernt als Rechtsanwalt. Ich hatte Professoren als Mandanten und ich hatte, ich sag's mal so, auch Debile als Mandanten. Und du musst auch einer debilen Frau oder einem debilen Mann erklären können, worum es eigentlich geht. Das ist schwierig, weil einen juristischen Text können die gar nicht erfassen. Und war es mit den DDR-Gesetzen so, sie waren zum Teil schlecht, zum Teil auch unrecht, sie waren übrigens auch schlecht gemacht zum Teil, aber sie hatten immer eine einfache Sprache, eine relativ einfache Sprache. Das Zivilgesetzbuch der DDR war logischerweise verständlicher als das bürgerliche Gesetzbuch. Aber das Problem in der Politik ist, dass wir Politik für die gesamte Bevölkerung machen und das heißt, wir sind verpflichtet, sie zu übersetzen. Nicht jetzt für Gebiete, das wäre übertrieben, aber so zu übersetzen, dass Menschen, die sich nicht so mit Politik beschäftigen können, wie wir beide, die können kaum Interviews lesen, sie können kaum die Talkshows verfolgen, sie können die Bundestagsdebatten nicht verfolgen. Nehmen wir mal so als Beispiel eine alleinerziehende Kassiererin aus so einem Lidl-Supermarkt. Die hat zwei Kinder. Und dann, wenn sie trotzdem dazu kommt, während des Bügelns oder so, mal die Tagesschau zu sehen und einer aus unserer Fraktion oder eine kommt vor mit einer halben Minute. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Was? Was schon vieles. Ja. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie versteht, was man sagt, oder sie versteht es nicht. Kommt. Und dazu muss man sich die Politiksprache versuchen abzugewöhnen. Und ich weiß noch, ich habe als Friedrich Merz, schon so lange her, Fraktionsvorsitzender war, dann haben wir beide agiert gegen die Steuerreform von Schröder. Und dann habe ich gesagt, Sie mit Ihrem Halbanrechnungsverfahren, wer soll denn damit was anfangen können, also außer natürlich Steuerberatern und so weiter. Und sie übersetzen nicht. Und also mein wirklich einschneidendes Erlebnis, das würde ich gerne erzählen, war folgendes. Schröder war Kanzler. Und es gab eine Gesetzesänderung. Und zwar ging es erstmal nicht übersetzt darum, dass Kapitalgesellschaften von der Veräußerungserlösgewinnsteuer befreit wurden, während Inhaberunternehmen das Doppelte zu bezahlen hatten. Früher war es umgekehrt, Inhaberunternehmen hatten die Hälfte zu bezahlen, Kapitalgesellschaften das Doppelte. So, das wurde geändert. Wenn ich das so sage, ist natürlich mein Lidl Kassierer. Was soll ich damit anfangen? Und jetzt gehe ich im Bundestag in meiner Art, spreche ich in Saal, also nochmal langsam, damit ich das auch verstehe, gleich. Dann war das unter Kohl so, dass die Deutsche Bank, wenn sie einen Kaufpreis bekam, darauf eine volle Steuer bezahlen musste und der Bäckermeister, wenn er einen Kaufpreis bekam, darauf eine halbe Steuer bezahlen musste. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister doppelt bezahlen muss. Das versteht auch die Kassiererin. Das versteht sie. Das ist eine Übersetzung. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. 20 SPD-Abgeordnete rannten nach vorne zu Struck und fragten, ob das stimmt. Das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Weil auch Abgeordnete sind ja Menschen. Und wenn die von Veräußerungserlös, Gewinnsteuer und Kapitalgesellschaft, klappen deren Ohren doch auch zu. Und deshalb wussten die das gar nicht. Und plötzlich kam eine Übersetzung. Ja, und dann Struck, weiß ich noch, der saß immer da und sagte, alles entschieden, alles entschieden. Nur, dass daran nicht mehr gerückt werden sollte. Und es ist ja dann auch so entschieden worden. Aber das meine ich damit. Und das, ich finde, das ist unsere Aufgabe. Aber das ist nur das eine, was mir wichtig ist. Das andere ist, dass man eben auch Kontakt zu den Leuten behält. Wenn, also ist, man läuft immer in Gefahr in der Politik, den Kontakt zu einer Vielzahl von Menschen zu verlieren. Und dann kennt man deren Sicht nicht und man kennt auch deren Probleme nicht. Und dann passiert es eben, dass du irgendwann denkst, die Drucksachen des Bundestages spiegeln das Leben wieder. Und das ist, dann bist du schon leicht beschädigt. Ich will vielleicht zu der Übersetzung im anderen Sinne nochmal kurz was einwerfen. Wir mussten ja jetzt pausenlos über irgendwelche Rettungsschirme abstimmen und dazu die alle möglichen Papiere lesen. Und dann hatten wir einen Streit, also im Haushaltsausschuss vor allen Dingen, der ja dafür zuständig ist, das alles vorzubereiten. Das kam alles auf Englisch. So. Und dann sagten Leute, sie wollen eine autorisierte Übersetzung. Und dann stellten sich andere hin, aber wir können doch alle Englisch, wir wollen uns doch nicht blamieren.
ich mache dann immer gerne den Einwurf, der Satz ist nicht von mir, aber ich bringe ihn trotzdem gerne. Ja, oder das, was sie für Englisch halten. Ne? Das ist ja meist so, dass man glaubt, man könne es. Und das ist eine ganz große Gefahr, man will immer schlauer sein, als man wirklich ist. Und eigentlich ist es manchmal ganz hilfreich, sich auch ein bisschen dumm anzustellen in der Politik, oder? Hast du die Erfahrung nicht gemacht? Ja, das mache ich ja ständig. Aber ich habe bei mir hat sich der US-amerikanische Botschafter Murphy verabschiedet. Und da habe ich zu ihm gesagt, es ist die einzige Botschaft, die alle Einladungen nur in englischer oder man kann auch sagen in amerikanischer Sprache verschickt. Als Botschaft in Deutschland. Das geht nicht. Eine Seite kann amerikanisch sein, die andere Seite müsste deutsch sein. Ich war bei dem Essen für Obama, gegeben von der Bundeskanzlerin. Das ist übrigens auch ein schönes Erlebnis. Jetzt weiß ich, wie der ist, weil dann wirst du aufgerufen, ne, der Fraktionsvorsitzende und so weiter, dann gehst du und sagst der Merkel, artig guten Tag, einen Satz, und dann Obama, und dann macht er so und redet auf dich ein, als ob er natürlich ganz genau weiß, wer du bist. Ich seit 20 Jahren kenne dich, man bestimmt natürlich kein Wort, aber das hat er drauf. Und dann habe ich den Mann von der Merkel missbraucht, das muss ich zugeben, und habe ihn gebeten, meine Sätze an Frau Obama zu übersetzen. Er fand aber eigentlich jetzt gar nicht der Dolmetscher, aber er hat es dann auch gemacht. Es war auch alles ganz nett. So, und dann sprach Frau Merkel auf Deutsch und das wurde ins Englische übersetzt und dann sprach Obama amerikanisch und es wurde nicht übersetzt. Ganz typisch. Finde ich ein Unding. Also, finde ich wirklich ein Unding. Ich habe natürlich einiges verstanden, das ist nicht die Frage. Aber erstens nicht alles. Und zweitens gehört das einfach dazu. Man kann es nicht verlangen. Obwohl ich wiederum sage, für die europäische Jugend wünsche ich mir, dass die mal einen Beschluss fassen, dass wir in Europa mit Beginn der ersten Klasse alle ein und dieselbe Fremdsprache haben. Ja. Also, es könnte dann noch andere Fremdsprachen dazukommen, aber dass wir plötzlich eine Generation bekommen, wo alle Kinder und Jugendlichen zumindest einigermaßen auch eine gemeinsame Sprache haben, in der sie miteinander kommunizieren können. Das Schwierige ist, es kann wahrscheinlich nur Englisch sein und da wird Frankreich natürlich erbitterten Widerstand leisten, aber man kann es trotzdem hinbekommen. Ich hatte es ja kurz schon mal angesprochen, du hast ja in dem Buch Wie weiter auch ein Kapitel über Bildung. Wann ist dir eigentlich bewusst geworden, so nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch, wie ungleich die Bildungschancen in unserem Land verteilt sind? Also das ist mir natürlich ganz nahe dadurch gerückt, dass meine Tochter zur Schule geht. Und das ist ja immer so, wenn du dann das Erleben in der eigenen Familie hast, kannst du dir vorstellen, meine Tochter ging immer in eine Klasse mit über 30 Schülerinnen und Schülern. Also der erste Punkt ist, wenn du mehr als 30 Schülerinnen und Schüler hast, verlassen sich Kinder darauf, dass sie nicht rankommen. Genauso wäre ich auch gewesen. Und schon das erzieht in gewisser Hinsicht zur Faulheit. Mal angenommen, ich mache mal eine Utopie, wir hätten 15 Schülerinnen und Schüler in jeder Klasse, dann ist die Gefahr so groß, dass du rankommst, dass du sofort dich anders vorbereitest. Aber der nächste Punkt ist diese ganze Trennung. In Berlin damals 6. Klasse ist viel zu früh. Ich habe mir dann auch überlegt, wann ich welche Entwicklungsschübe hatte. Wenn ich nach der 6. Klasse getrennt worden wäre, wie schief das meines Erachtens gegangen wäre. Und wir hatten ja auch die Trennung in der DDR, aber später, viel später sogar erst nach der 10. Klasse, zu meiner Zeit noch nach der 8. Klasse. Aber wieso können wir denn nicht eine Gemeinschaftsschule mit individueller Förderung machen, wo wir mal akzeptieren, dass Kinder unterschiedlich begabt sind. Der eine ist eben auf dem Gebiet gut und auf dem anderen schlecht und umgekehrt. Also das alles kann man doch berücksichtigen, aber dann brauchen wir eben gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen mehr, wir müssen sie anständig bezahlen. Und Bildung entscheidet doch über die Chancen der Kinder und damit der Jugend. Und deshalb ist das so ein Leidenschaftsthema von mir, weil sich ein eventueller Bildungsrückstand der Eltern permanent fortsetzt, Generation für Generation, weil fast nichts getan wird. Und die Bayern trennen rigoros die Kinder nach der 4. Klasse und ich sage, wer Kinder nach der 4. Klasse trennt, der grenzt sozial aus und macht nichts an. Und übrigens, wenn ich das noch sagen darf, die PISA-Studie sagt zwar immer, die Ergebnisse in Bayern sind gut, aber die beste Schule in ganz Europa hat Finnland. Ja, das fand ich ja von euch. Das ist schon ganz interessant. Ne? Und das
Das hat sich jetzt festgestellt. Dann hat, muss ich aber zugeben, ein Bundestagsabgeordneter hat mich auch getoppt. Das ist Gauweiler. Ich weiß nicht, ist das überhaupt erschienen? Ich habe ein Streitgespräch mit ihm geführt im Playboy. Also ich höre den Playboy nicht so regelmäßig. Ich weiß nicht, das aber weiß. Das ist erschienen. Es ist erschienen in der Bundesgeschäftsstelle, lesen wir das aber nur wegen der Interviews. Achso, die Bilder wurden rausgeschnitten. Es ist erschienen, wir lesen das in der Bundesgeschäftsstelle, aber nur wegen der Interviews. Der, also es ist erschienen? Ja, es ist erschienen. Das ist selbst mir durchgedrungen. Aber ja, da muss ich auch nicht zu Gauweiler sein, weil da mache ich folgenden, das ist kein Scherz, das ist ja die Wahrheit. Eine Studie hat nämlich festgestellt, dass die Abiturientinnen und Abiturienten in Bayern ein höheres Faktenwissen haben als die Abiturientinnen und Abiturienten in Berlin. Das stimmt bestimmt. Und dann ist aber festgestellt worden, dass die Abiturientinnen und Abiturienten in Berlin Zusammenhänge besser erklären können. Und da habe ich zu Gauweiler gesagt, ihr wisst genauer, wer wann geboren und gestorben ist und wir warum. Damit hatte ich ja das Bonbon auf meiner Seite. Und dann hat er mich getoppt und hat gesagt, ab und zu kommt es aber doch auf das Faktenwissen an, wenn ich mal den Aufbau des Flughafens in München mit dem in Berlin vergleiche. Da konnte ich ihn wiederum nicht sagen. Ja, was die Bildung betrifft, es ist ja nicht nur eine Frage der Ungerechtigkeit, finde ich, sondern es ist ja auch eine Frage der Ressourcenverschwendung einfach, was eine Gesellschaft überhaupt nicht nutzt. Und du bist ja in deinem Buch auch eingegangen auf den Sputnik-Schock. Ich habe früher bei Vorträgen dann immer so die Frage gestellt, weiß jemand, was am 4. Oktober 1957 war? Ich weiß nicht, sei hier. Erstens meine geschiedene Frau geboren und zweitens der Sputnik gestartet. Genau, ich wollte das hier sein, das ist bestimmt alle. Als ich in westdeutschen Bundesländern unterwegs war, wusste es immer nur Thorsten Zopf, der mich begleitet hatte, der meldete sich darüber, aber der war ja eigentlich nicht die Zielgruppe. Aber nach dem Sputnik, dieser Sputnik-Schock ist ja auch ein richtiger gängiger Begriff, hat man ja in den USA zu diesem Zeitpunkt ein großes Stipendienprogramm aufgelegt, das Bildungsfernsehen eingeführt, weil man gesagt hat, also sie waren ja völlig perplex, das hätten sie ja, wie Sie sagen, den Russen niemals zugetraut, sie zu überholen, aber weil sie eben erkannt haben, sie verschwenden einfach so viele Ressourcen. Aber Kennedy hat seine Leute gefragt, vor allem dann nochmal nach Gagarin, und hat gefragt, also wir sind demokratischer, wir haben die bessere Wirtschaft, wir haben die bessere Wissenschaft, wieso sind die vor uns? Und dann haben sie gesagt, es gibt einen Unterschied, die haben eine völlig andere Bildungsstruktur. Sie finden viel mehr Begabung als wir. Und daraufhin haben die USA, das war das Erlebnis, das geändert. Und die USA ist ja viel behindertengerechter als wir. Das ist natürlich nur ein Nebenprodukt des Vietnamkrieges. Also man muss immer sehen, was zu welchen Konsequenzen führt, womit man ja zunächst gar nicht rechnet. Das fand ich übrigens auch sehr spannend. Und Deutschland, die Goldvorkommen in Deutschland sind begrenzt. Eigentlich haben wir überhaupt nur eine Reserve, das ist eine top ausgebildete und gebildete Bevölkerung. Und da wird viel zu wenig investiert. Und 16 verschiedene Schulsysteme, bloß weil wir 16 Bundesländer haben, das ist nun wirklich 19. Jahrhundert, das hat mit dem 21. nichts zu tun. Und das dringt aber durch, dass selbst bei CDU-Anhängern, ich hatte hier am Pariser Platz bei Phoenix mal ein Gespräch, da war Kaulan, alle Fraktionsvorsitzenden da oben, in Berlin eigentlich selten, aber das ganze Publikum bestand aus Anhängerinnen und Anhängern der Union. Ich hatte nur einen Pressesprecher und Assistenten mit, also zwei. Und 300 die haben nichts gesagt. Kaum. Die schwiegen. Beeindruckt vor sich hin. Und ich bekam zweimal Beifall, sonst natürlich nie. Das eine Mal war, Niebel saß da und schlug vor, dass man das Erbrecht den Ländern geben soll, dass die Länder, nicht das Erbrecht, die Erbschaftssteuer, sollen die Länder entscheiden, was natürlich idiotisch ist. Weil dann ein Land hat eine Erbschaftssteuer, das andere nicht. Und dann gehen natürlich alle dorthin, wo es das nicht gibt. Und damit machst du die Erbschaftssteuer tot. Das steckt natürlich dahinter. Aber ich bin da ein bisschen naiv. Habe gesagt, ja, ich finde das eine tolle Idee. Dann erleben wir die Massenumzüge der 80-Jährigen auf dem Land. Und damit war er desavouiert. Aber das Zweite war auch spannend, dass ich dann über die 16 Bundesländer sprach und 16 Schulsysteme und da klatschte das ganze CDU-Publikum. Und das hat Kauder nachdenklich gemacht. Da hat er hinterher zu mir gesagt, das waren ja alles meine Leute, die da geklatscht haben. Ja, sag ich, die finden das eben auch unmöglich. Es geht nicht mehr. Das Problem ist nur, die Bildung ist die eigentliche Hoheit der Länder. Und deshalb wollen sie die nicht rausholen.
Das heißt, man muss sich überlegen, was man den Ländern stattdessen zum Beispiel an partieller Steuerkompetenz etc. gibt. Du brauchst ja einen Ausgleich, aber wenigstens muss man es koordinieren. Jetzt, im Jahre 2013, haben die 16 Kultussenatorinnen und Senatoren und Ministerinnen und Minister erstmalig seit 1949 entschieden, das Abiturniveau anzugleichen. Seit 1949, das erste Mal, 2013. Und warum? Weil der Druck aus der Bevölkerung wächst. Hast du auch alle Bildungspolitiker unserer Partei schon überzeugen können? Nein. Ich kann dir auch sagen, weshalb. Die wollen natürlich auch, dass das Ländersache bleibt, wenn sie in den Ländern sind. Und da habe ich auch mal mit Wolf Gallert in Sachsen-Anhalt meinen Streit. Weil er sagt, wenn du uns das noch nimmst, dann sage ich, es tut mir leid, ich kann nicht aus solchen Gründen dafür sein, wenn es ganz objektiv falsch ist. Es geht einfach nicht. Das sind ja kleine Unterschiede. Ich will da gar nicht so darauf eingehen. Aber insgesamt müssen wir die Bildung verändern. Wirklich. Wesentlich näher gestalten, anders organisieren. Und die Kinder müssen ihre Chance haben. Und du hast recht, Weiterbildung für Erwachsene ist genauso wichtig. Auch das muss zu einer Selbstverständlichkeit werden. Die Zeiten sind vorbei wie früher. Du lernst einen Beruf und dann übst du ihn dein Leben lang aus. Das wird so nicht mehr geben. Du hast ja gerade erwähnt eine Talkshow, in der du warst. Du warst ja im Wahlkampf, ich weiß gar nicht, ob du gezählt hast, wie viele Talkshows du warst. Also ganz sogar noch am Vorabend der Wahl bei Stefan Raab. Überzeugt uns, hieß das, ne? Und, ja. Oder nee, das war TV Total überzeugt und zwar noch eine andere Sendung. Weiß ich wohl nicht mehr. Ja. Und du gehst ja da häufig als Sieger vom Platz. Da gibt es ja immer so, ja. Kann man sich ja dann. Aber es spiegelt sich dann am Wahl so. Ja, wie ist denn da eigentlich, was meinst du, wie groß ist der Einfluss von solchen Talkshows auf wirkliche Wahlergebnisse oder sind das dann so Momentaufnahmen, wo dann alle Fans sagen, heute voten wir, heute stimmen wir alle für Gregor Gysi. Wie ist da dieser Unterschied, diese Diskrepanz zu erklären, aus deiner Sicht? Es gibt einen klugen Satz von André Brie, der hat zu mir gesagt, mit einem Wahlplakat erreichst du keine einzige Wählerin und keinen einzigen Wähler. Aber ohne Wahlplakate verlierst du viele. Und das liegt an der Information, an dem Dasein. Also, wenn man nicht so politisch interessiert ist wie wir, dann beschäftigt man sich ja nicht wochenlang damit, ob man wählt, wen man wählt, wie man wählt und so weiter. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann können das Momente sein, die dich überzeugen, dass du sagst, du gehst in die Richtung oder in jene Richtung etc. Und dafür muss man immer im Bewusstsein der Menschen sein. Und wenn du nicht in Plakaten bist und wenn du an den Talkshows nicht teilnimmst, wirst du aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt. Und das hat Folgen. Deshalb ist es wiederum wichtig, dass man dorthin geht. Aber diese Stefan-Raab-Sendung wird natürlich von der Jugend gesehen. Und natürlich stimmt die Jugend ganz anders ab. Da kommt ja dann alles dazu, ein bisschen Dafke und so weiter. Also jetzt geben wir es denen mal. Dann haben wir natürlich auch eigene Mitglieder, die dann viel wählen und so weiter. Ja, die anderen haben ja auch Mitglieder. Ja, klar. Aber vielleicht ist da die Leidenschaft nicht so groß wie bei uns, glaube ich. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mir aber natürlich im Laufe von Jahrzehnten seit 1990 eine gewisse Akzeptanz erarbeitet habe, die aber nicht automatisch durchschlägt bis zur Partei. Aber dass es doch Folgen gibt, merke ich an den E-Mails, die ich bekomme, wo mir dann eben jemand schreibt, ich habe sie gesehen und gehört und ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, die Linke zu wählen, obwohl ich bisher immer CDU gewählt habe und so. Meine Güte, das sind einzelne Beispiele, aber sie schreiben das und so weiter. Und da freut man sich dann natürlich auch. Aber letztlich kann ich das auch nicht sein. Es würde mich ja auch mal interessieren, aber es ist ja wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Du machst mal einen Wahlkampf ohne Wahlkampf und dann denselben nochmal mit, wie groß der Unterschied ist. Aber es ist nicht organisierbar. Das Risiko ist noch nicht so groß. Ja, das würde mich nur wissenschaftlich interessieren. Zum Beispiel, was mich interessiert hat, also das habe ich, jetzt habe ich es da, ich kenne aber das Ergebnis noch. Ich war in Trier und habe zum Geburtstag von Karl Marx gesprochen. Und ich glaube, das war eine ganz gute Rede. Und zwar, weil ich gar nicht jetzt so weiter über alle seine Theorien gesprochen habe, sondern über das Verhältnis der Deutschen zu Karl Marx und das Verhältnis der Bewohnerinnen und Bewohner von Trier zu Karl Marx. Und wie anders ein Verhältnis der Französinnen und Franzosen zu Marx wäre, wenn er denn ein Franzose gewesen wäre.
Das ist ja auch interessant. Ich bin ganz sicher, also wenn Clara Zetkin eine Französin gewesen wäre, wäre jeder französische Präsident, selbst der konservativste, an der Gedenkstätte an der Kremlmauer gewesen und hätte eine Blumen niedergelegt und genauso für Deckard, der noch auch gibt, zwei Deutsche. So. Also, wenn sie Franzosen wären. In Deutschland alles undenkbar, weil wir alles ideologisiert. So wie die Linken beachtliche Schwierigkeiten mit Bismarck haben, haben die anderen eben ihre Schwierigkeiten mit Clara Zetkin, mit Karl Marx und so weiter. Und ich habe eigentlich über solche Dinge geredet und habe gesagt, welche großen Persönlichkeiten hatten wir denn? Ich habe mir extra Komponisten genommen, ich habe mir Schriftsteller genommen, ich habe mir den Naturwissenschaftler genommen und so weiter. Ich habe nur Luther vergessen, was mir leid tut, den hätte ich noch dazu nehmen müssen, weil er natürlich auch eine herausragende historische Persönlichkeit ist. So, und dann habe ich mal versucht, einen anderen Weg zu öffnen und es waren erstaunlich viele Leute da. Und sie haben zugehört und geklatscht und haben mir gesagt, was kommt jetzt für ein 100-Jahrestag, kommt bald wieder zu Karl Marx, sage ich, ja, was machen wir denn da? Die ganze Welt wird ihn feiern. Was machen wir denn hier? Feiern wir in Frankfurt am Main, in Berlin oder in Trier? Aber dann müsst ihr jetzt auch mal anfangen, euch darum zu kümmern. Und vor allen Dingen eure Uni, die könnte doch mal nach Karl Marx benannt werden. Es gibt nicht eine Universität mehr in Deutschland, die nach Karl Marx benannt wird. Das wäre wieder in Frankreich undenkbar. Also so habe ich das alles gemacht. Und das zweite war Westerhaven. Eine Kleinstadt. Da hatte mich eine Gilde eingeladen, ihr Festessen zu eröffnen. Das heißt, der Oberkommandierte, das ist der Bürgermeister. Und dann haben die Offiziere entschieden, mich wieder auszuladen. Und die Begründung war, dass man im Wahljahr keine Politiker einladen darf. Nun hatten sie aber 2009 Herrn Rösler eingeladen. Das entdeckte dann das Fernsehen und verarschte die Gilde. Also sie machten dann so alles und zeigten, was geht und was nicht geht und dass das gar nicht glaubwürdig ist, etc. Und daraufhin überlegten wir uns, ein alternatives Schaffermahl zu machen. Und das haben wir dann im Mai gemacht. Und dann dachten wir, naja, Kleinstadt, 20.000 Einwohner, wie viel kommen dann? Haben wir gedacht, gehen wir mal groß ran und haben 500 Brötchen bestellt zum Verteilen. Es kamen aber 800 Leute, was für eine Kleinstadt wirklich sehr viel ist. Ja, absolut. Und unsere Brötchen waren alle vergriffen, ich habe die verteilt, das reicht überhaupt gar nicht. Und dann hat der Bürgermeister mich begrüßt und sich bei mir entschuldigt. Dann hat unsere Flauge gesprochen, ausgesprochen witzig übrigens, was ich gar nicht gedacht hätte. Die sagte, also sie hat ja ihre Schwierigkeiten mit Rösler. Aber so weit wie die Gilde würde es doch nicht gehen, ihm abzusprechen, dass er Politiker ist. Das war schon witzig, dann lachten alle, dann hielt ich meine Rede. Und jetzt interessieren mich zwei Sachen. In beiden Städten. Hat das was mit dem Wahlergebnis zu tun oder nicht? Also ich habe gesagt, jetzt nehmt mal die Stadt und nehmt eine gleich große Stadt in der Nähe, wo wir von meinetwegen 2009 jeweils ein ähnliches Ergebnis hatten. Und dann schauen wir uns an, gibt es nun einen Moment oder mache ich das eigentlich alles vermischt oder kommt doch was dabei heraus? Das will man einfach mal wissen. Und ich habe mir diese beiden Städte ausgesucht und jetzt haben sie das bearbeitet und das liegt im Büro, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Jetzt merken sie, es interessiert mich. Wenn, ist es signifikant? Ist es gar nicht signifikant? Ich weiß es ja auch nicht. Ja, und die Wirkungen, die sind ja immer sehr unterschiedlich. Ne? Aber das geht ja manchmal auch bis in die Tiefenpsychologie. Aber was diese Intoleranz betrifft gegenüber bestimmten historischen, aber auch aktuellen Persönlichkeiten, will ich vielleicht eine Sache aus deinem Buch hier nochmal kurz, ich habe ja das vorhin schon alles vorgelesen, aber lass es nochmal kurz. Wiederholst du es nochmal kurz? Ja, an der Stelle. Ich dachte natürlich, du kannst es auswählen. Du schreibst über unsere Wahlkämpfe in den 90er Jahren. Damals haben wir den Wahlkampfabschluss in der Deutschlandhalle, die ja inzwischen nicht mehr steht, gemacht. Das war ja auch, fand ich zutiefst beeindruckend, wie wir da wirklich Massen dorthin gezogen sind und die Deutschlandhalle ist ja nun nicht so ganz fürchterlich verkehrsgünstig gewesen. Diesen S-Bahn da ganz in der Nähe, die gab es ja damals noch gar nicht. Aber damals sind wir von Rio Reiser unterstützt worden. Ne? Ich darf mal kurz zitieren, in einem der Wahlkämpfe in den 90er Jahren zogen wir mit Rio Reisers vielleicht populärsten und schönsten ironischen Hit. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Rio Reiser war, das nur zur Erinnerung, 1990 Mitglied der PDS geworden. Als wir uns bundesweit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
Mit diesem von einem Kinderchor gesungenen Wahlkampfsong präsentierten, nahm die Radiostation Reisers Original aus dem Programm und der Musiksender Viva boykottierte ein Videoclip. Das sind die Zustände in unserem Land und ich weiß nicht, ob sich das seit 1990 so sehr geändert hat. Und wenn wir bei der nächsten Veranstaltung mit Daniela Dahn sprechen, glaube ich, kann sie auch einige Beispiele nennen, das aber beim nächsten Mal und nicht heute. Weißt du, warum sich das jetzt wahrscheinlich ändern wird oder ändern kann? Ich bin mir nicht sicher. Wir dürfen das historische Moment, um das es jetzt geht, gar nicht unterschätzen. Wenn wirklich eine große Koalition gebildet werden sollte, was verändert sich? Es gibt nur zwei Oppositionsfraktionen. Die Grünen und uns. Wir erreichen nirgendwo das Minderheitenquorum, dass das Grundgesetz oder die Geschäftsordnung vorschreibt, um bestimmte Dinge zu machen. Also Untersuchungsausschuss einzusetzen oder ein Normenkontrollverfahren einzuleiten. Das ist ein Verfahren, wo du das Bundesverfassungsgericht bittest, zu prüfen, ob ein gerade beschlossenes Gesetz grundgesetzgemäß ist oder nicht. Dazu brauchst du ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Aber die Grünen und wir zusammen haben ja kein Viertel der Mitglieder und die anderen werden ihr eigenes Gesetz anzweifeln. Aber es gibt noch viele andere. Das heißt, es wird jetzt, und SPD und Union sind wohl auch offen, wir haben auch zu Gauck schon gesagt, ja, wir müssen da was ändern. Und Lammert hat ja einen Brief von mir gekriegt, ist da auch wohlwollend. Das heißt, wir müssen jetzt mal eine Regelung machen, wir können es ja nicht immer nach der Zahl machen. Das letzte Mal bei der Großen Koalition sind sie von einem Drittel runtergegangen auf ein Viertel, weil FDP, Linke und Grüne zusammen eben mehr als ein Viertel hatten, aber eben nicht ein Drittel, so. Aber wir können ja nicht sagen, wir haben jetzt mal ein Fünftel, beim nächsten Mal ein Sechstel und so. Deshalb habe ich eine andere Regelung vorgeschlagen. Es soll überall drinstehen, ein Viertel der Abgeordneten, wie bisher. Und dann muss man zusätzlich regeln und sagen, wenn sämtliche Oppositionsabgeordnete zusammen dieses Minderheitenquorum nicht erreichen, genügt, dass die Fraktionen es gemeinsam beschließen. Gemeinsam ist eine Hürde, wenn die Grünen Nein sagen, können wir nichts machen, wenn wir Nein, können Sie nichts machen, aber wenn wir es zusammen machen, dann ginge es. Das wäre schon mal also eine spannende neue Regelung. Aber das meine ich gar nicht. Damit ist eine andere Stellung unserer Partei verbunden. Denn wir sind ja dann die stärkste Oppositionspartei. Ich habe das natürlich alles ein bisschen ironisiert am Wahlabend, ist ja auch so. Aber was heißt denn das? Es gibt keine Talkshow ohne eine Grüne oder einen Grünen oder eine Linke oder einen Linken. Du kannst nicht nur die Regierung anklagen. Das geht gar nicht. Das heißt, wir werden viel geforderter sein. Das Zweite ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir zu allem Stellung zu nehmen haben. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wir halten dazu mal die Klappe, sollen noch andere sich äußern. Es gibt ja keine andere Opposition außer den Grünen und uns im Bundestag und damit auch in der Wahrnehmung der Medien. Wenn die Regierung um 7 Uhr eine Entscheidung bekannt gibt, können wir nicht sagen, wie wir es gerne machen, wir würden jetzt gerne 48 Stunden darüber diskutieren, um dann unsere Meinung zu äußern. Das fällt aus. Um 7.30 Uhr muss sie da sein. Dabei kann auch was schiefgehen. Das ist eine völlig neue Situation, aber was ist denn damit auch verbunden? Eine andere Stellung unserer Partei. Du kannst die stärkste Oppositionspartei als Union nicht so ausgrenzen wie bisher. Das läuft nicht. Wenn die Kanzlerin spricht, falls es eine große Koalition geben sollte, würde ich mal sagen, dann sind wir die Ersten, die antworten. Also mal angenommen, ich dann als Fraktionsvorsitzender antworte ihr. Das ist ja dann auch so bei Phoenix. Erst Merkel, dann Gysi, dann kommt erst die SPD und dann die Grünen. Du kannst auch die Redezeiten nicht so belassen. Im Augenblick wäre es so, wir hätten die Grünen und die Linken zusammen bei einer Stunde 12 Minuten. Das heißt, 48 Minuten müssen wir der Regierung zuhören und quatschen dann in Opposition 12 Minuten. Das geht überhaupt gar nicht. Aber da gibt es schon spannende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, wir werden eine andere Stellung bekommen. Wenn die Union uns nicht mehr ausgrenzen kann, kann es sogar mal gemeinsame Anträge geben, wenn es dann mal irgendeine Übereinstimmung oder irgendeine Frage geben sollte. Wir sind anders durch die Medien gefordert, dann
Und jetzt kommt hinzu, dass exakt in dieser Zeit das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung trifft und sagt, die ganze Beobachtung von Bodo Ramelow war immer grundgesetzwidrig. Damit war auch die von Dietmar Bartsch grundgesetzwidrig, von Gregor Gysi grundgesetzwidrig und so weiter. Kannst du alles durchkommen. Wenn das grundgesetzwidrig war, nehme ich an, dass dieses Kapitel jetzt beendet wird. Sie haben letztlich keine andere Chance. Jetzt haben Sie ja andere beobachtet, bei uns auch alles Quark, weil das Bundesverfassungsgericht hat definiert, wann der Ausnahmefall vorliegt, dass man einen Bundestagsabgeordneten beobachten darf oder einen Bundestagsabgeordneten, wenn Sie das Mandat zu einem Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbrauchen, das Ganze auch noch höchst aktiv und aggressiv. Das ist im Kern eine Beschreibung der NPD. Ja, also wenn es liest, wird ja völlig klar, da machen Sie die Ausnahme, sage ich mal. So, und deshalb ist auch unsere Beobachtung nicht aufrechtzuerhalten. Sie wissen, in Bayern müssen Sie heute noch ausfüllen, ob Sie Mitglied des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter sind. Das ist eine linksextremistische Organisation. Das ist ein leichtes Teil, was ich jetzt mal sagen kann. Also man nimmt nur Blasen, keine Ahnung. Aber mal abgesehen davon, also das alles, auch da beginnt was Neues. Das heißt, die Wahl ist komischerweise für uns sogar eine positive Zäsur. Die Ausgrenzung im Bundestag, behaupte ich, wird aufhören, unsere Beobachtung wird aufhören. Wir werden auch was machen. Aber wir können der Regierung anbieten, entweder freiwillig oder wir ziehen das alles per Gericht durch. Aber das werden sie nicht wollen, weil solche Niederlagen holt sie ja auch nicht gerne jeden Tag ein. Also ich denke mal, da wird sich einiges verändern. Und nur, wir müssen natürlich auch eins wissen. Es wird die Ausschließeritis nie wieder geben. Bei der nächsten Wahl wird die SPD auf gar keinen Fall sagen, dass sie mit uns nicht redet. Das ist vorbei. Die Grünen sagen das auch nicht. Ganz egal, wie die Konstellationen sind. Sie werden sagen, wir hoffen, wir schaffen es alleine mit. Aber wenn nicht, dann werden wir auch und so weiter. Da kommt aber was auf uns zu, kann ich nur sagen. Das wird nicht leicht. Schon als erste Oppositionskraft tragen wir eine andere Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland. Weil wenn wir je in die Regierung eintreten, erst recht, ich sage gar nicht, dass ich mich dabei nur wohlfühle. Ich sage nur, wir kommen nicht umhin. Und dann kannst du mal zwei Fehler begehen. Der eine Fehler ist, du sagst aus ideologischen Gründen viel zu schnell Nein, akzeptieren die Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht. Und der andere Fehler ist, du gibst dich fast selbst auf, weil du so viele Kompromisse machst, dass du gar nicht mehr kenntlich bist, akzeptieren die Wählerinnen und Wähler auch nicht. Der richtige Grad, das ist die eigentliche Kunst. Also ich sage nur, es verändert sich alles und an sich finde ich es spannend. Übrigens noch eine Bemerkung zu den Redezeiten im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber ja, als wir damals anfingen, hatte jede Fraktion, unabhängig von ihrer Größe, die gleiche Redezeit. Man sagt sich auch, ja, die CDU, so viel mehr haben sie auch nicht zu sagen. Das wäre jetzt ja auch witzig. Dann quatschen wir bei einer Stunde eine Viertelstunde, die Grüne eine Viertelstunde, die Union eine Viertelstunde und die SPD eine Viertelstunde. Wir würden übrigens mal... Das ist für uns ein bisschen kurz, aber an sich... ein kleines Geheimnis verraten. Und dann dürfen Sie und ihr euch auch, wenn Sie mögen, natürlich zu Wort melden. Die CDU, CSU ist ja eine Fraktionsgemeinschaft und die handeln ja dann immer eine neue Geschäftsordnung aus. Und ein Punkt der Geschäftsordnung besteht darin, dass bei jeder Debatte, unabhängig davon, wie es geht, die CSU immer das Recht hat, einen Redner zu stellen. Und wenn man dann so untereinander mal redet, dann sagen die, ja, die haben keine Ahnung, aber reden dürfen so viel, wie sie wollen. Also denen würden wir auch einen Gefallen tun, nochmal so unter uns. Ja, möchte jemand von Ihnen, von euch fragen, was sagen? Meinung äußern. Wir können hier noch ewig weitermachen, das ist nicht die Frage. Aber nicht, dass es Beschwerden gibt hinterher. Ja, bitteschön. Also ich habe hier ein historisches Buch in den Händen, das heißt Freche Sprüche. Und das ist von 1995. Da wurden sie unter der Rubrik Das Wort zum Sonntag von 1993 von der Moderatorin gefragt, welche Ihrer Fähigkeiten als gelernter Rinderzüchter können Sie heute noch in der Politik anwenden? Ihre Antwort war, das Ausmisten. Würden Sie diese Antwort heute noch so geben?
Ja, es kommt mehr dazu, man muss melden können als Politiker. Steuereinnahmen ausmisten muss man können, man muss auch mit Hornochsen umgehen können. Es gibt viele Sachen, die man als Rinderzüchter darf, die man dann in der Politik gut gebrauchen kann. Aber interessant ist wieder Folgendes. Meine Ausbildung zum Rinderzüchter war Quatsch. Das war 3 Jahre, glaube ich, gab es das. Da hatte Frau Honecker entschieden, dass die Abiturienten nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind und deshalb müssen wir alle zusätzlichen Beruf erlernen, so nebenbei immer den Montag und so weiter. Aber was gut war, war die Berufsausbildung mit Abitur. Wir haben sie nicht angeschaut. Das hätten wir gut einführen können in ganz Deutschland. Also, sage ich mal. Das ist immer interessant, wenn man genau hinsieht, weiß man, was Blödsinn war und was etwas taugte. Ja, aber ansonsten, das stimmt, ja, klar. Das würde ich heute auch noch sagen. Das Problem ist ja, wissen Sie, damals habe ich natürlich geflucht. Ne? Also Sonntagabend konnte ich schon losfahren. Früh um 6 müsste ich ja schon im Stall stehen. Und wenn ich Ihnen sage, mein schlimmstes Erlebnis war, tranig, wie ich dann so vor mich hin duselte, haben wir die Gülle abtransportiert. Die wurde so mit einem Schlauch in einen Wagen gesaugt. Dann haben wir den Schlauch hochgepackt. Und irgendwann achtete ich nicht drauf, der andere war natürlich sehr viel länger als ich. Und ich, Idiot, nehme das Ende. Und dann entstand eine Schräge. Da habe ich das erste Mal noch über Suizid nachgedacht. Ich will auch erklären, warum. Der einzige Vorteil war, ich wurde sofort von der Arbeit befreit. Ich konnte gehen. Ich habe 5-mal geduscht. Es hat überhaupt nicht geholfen. Ich war im Bus allein, in der S-Bahn. Und dachte mir, ja, wenn es den nie wieder gibt, dann hat mein Leben hier nicht sein Ende. Was wollte ich da machen? Und zum Glück ist es dann doch im Laufe der Jahrzehnte weggegangen. Aber das sind furchtbare Erlebnisse. Das vergisst du nie wieder, dass du kürzer bist als andere und deshalb nie ans Ende. Aha, das ist doch mal eine gute Erklärung, ja. Das überzeugt mich. Ja, Sie hatten sich noch gemeldet, ja. Ich will vielleicht eine Frage mal stellen. Ich freue mich über den Erfolg der Linken. Sie hat zugelegt, in Berlin hat sie zugelegt. Ich habe aber in der Zeitung auch gelesen, so eine Landkarte, wie viel Schwarz gewählt haben. Ich versuche das mir so zu erklären, die Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik will keine Veränderung haben. Sie haben Merkel gewählt, weil sie wissen, dieser Prozentsatz weiß, was sie will, die Reichen werden reicher werden und die Armen werden ärmer werden. Ich will vielleicht noch 2 Beispiele nennen, weil ich auch wenig junge Menschen hier sehe. Ich habe bei mir im Haus, ich wurde nicht merken, einen jungen Mann, der erklärt mir, der ist jetzt 32, der sagt mir immer so ein Slogan, lieber im Kapitalismus arbeitslos, als im Sozialismus Arbeit. Sagt er was aus. Ein anderes junges Mädchen arbeitet als Köchin dort, in einem Hotel für unter 6 Euro die Stunde, die hat gar keine Zeit, sich um Politik zu kümmern. Und das sind eigentlich die beiden Dinge, wo ich immer sage, die müssen wir erreichen, um diese Landkarte, diese schwarze, anders zu machen. Sehen Sie das anders oder wie sollte man verfahren? Also ich glaube, es kommen immer mehrere Erfahrungen, mehrere Momente zusammen. Das eine ist, Frau Merkel ist jetzt Kanzlerin gewesen und die Leute haben den, wie ich allerdings finde, falschen Eindruck, dass sie die ganze Europastruktur beherrscht. Das liegt daran, dass Deutschland in der EU sehr mächtig ist. Und die Kanzlerin ist ja lieber in Brüssel als in Berlin, weil in Europa, wenn sie sagt, das geht nicht, das macht Deutschland nicht mit, ist das vom Tisch. Während wenn sie hier was sagt, widerspricht die FDP oder die SPD und so weiter. Das passiert ihr dort so nicht. Deshalb fühlt sie sich dort wohler. Dadurch, dass aber die Leute den Eindruck haben, sie beherrscht das und du hast nur eine abstrakte Angst vor dieser Krise, sagst du dir, wer weiß, wenn jetzt Steinbrück kommt oder wer auch immer, auch wenn ich plötzlich viel tiefer in die Krise hineingerate. Menschen lassen sich auch von ihren Ängsten leiten. Das muss gar nichts mit kultureller Nähe zu tun. Dann gibt es einen zweiten Gesichtspunkt. Die Union hat es geschafft, den Leuten einzureden, dass sie mehr von Wirtschaft verstehen als die Linken, und zwar alle. Dadurch, dass ihr das gelungen ist, gibt es auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben eine kulturelle Ferne zur Union, wählen sie aber, weil sie sagen, wenn die Wirtschaft funktioniert, lohnt es sich für mich auch zu streiken. Und dann kriege ich was.
wenn ihr nicht floriert, gegen ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite steht, kann ich nicht klagen. Dann lohnt sich ein Schweig nicht. Und in unserem Wahlprogramm haben wir 1,5 Seiten zur Industrieentwicklung. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt, aber es müssen natürlich 10 werden. Das heißt, wir müssen den Leuten klar machen, dass auch bei uns eine Wirtschaft funktioniert und dass wir auch eine funktionierende Wirtschaft wollen. Dann kommt ein weiterer Punkt dazu, die Kandidatengegenüberstellung. Frau Merkel ist relativ bescheiden. Frau Merkel ist nicht eitel. Und sie ist materiell überhaupt nicht interessiert. Ihr Gegenüber war an allem das Gegenteil. Und da richten sich die Leute auch danach. Und sagen, also ich sage es mal so vereinfacht, ich nehme lieber den angenehmeren Charakter aus ihrer Sicht. Nicht zu unterschätzen. Und die Medien bedienen das ja, indem sie dann zum Beispiel eine Gegenüberstellung Merkel-Steinbrück machen, was meines Erachtens gar nicht geht, weil wir keine Personalwahl haben. Du darfst in Deutschland nicht die Kanzlerin oder einen Kanzler wählen. Wenn du das dürftest, dann wäre das richtig. Aber da du ja nur Parteien wählen kannst, kannst du eigentlich nicht eine Sendung machen. Und das waren ja mehrere Sendungen, wo immer nur die beiden vorgenommen werden. Oder einer von den beiden. So, und dann kommt hinzu, das darf man auch nicht vergessen, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung relativ selten wählen gehen. Diejenigen, die in erster Linie darauf angewiesen wären, uns zu wählen, gehen kaum. Dann wird die Rolle der Opposition unterschätzt. Man sagt, was können die denn? Die können ja Gesetzesanträge einbringen, die kommen ja sowieso nicht durch. Also, das macht alles den Wahlkampf so schwer. Du musst den Leuten erklären, dass es Sinn macht, dich zu wählen. Dass das hilft. Ich kann ja sagen, also ich bin davon überzeugt, in dieser Legislaturperiode bekommen wir den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Aber damit haben wir Anfang der 90er Jahre begonnen. So lange hat es gedauert, bis der Zeitgeist sich verändert hat, bis sich alles andere verändert hat und ja dann Realität wird. Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Und deshalb sage ich, natürlich, wir haben ja 16 Direktmandate gehabt, das letzte Mal, diesmal nur 4. Und da wurde überall schwarz gewählt, nicht etwa die SPD. Natürlich stehen wir uns auch gegenseitig im Wege, das muss man natürlich auch sehen. Aber auf der anderen Seite, denke ich, dass sich das ändern und verschieben könnte. Nur, wenn die SPD in eine große Koalition geht, dann wird sie wieder an Ansehen verlieren. Ich weiß nicht, wo die SPD hin will. Was die Wahlbeteiligung betrifft, vielleicht mal 2 Zahlen. Steglitz-Zehlendorf ist der Wahlkreis mit der zweithöchsten Wahlbeteiligung. Und wir wissen ja, in Steglitz-Zehlendorf wohnen nicht unbedingt die Ärmsten. Und Lichtenberg, weil Sie sagten, Sie kommen aus Lichtenberg, ist auf Platz 258 von den 299 Wahlkreisen. Und die niedrigste Wahlbeteiligung ist im Wahlkreis 68, das ist Harz. Also nur damit man das auch mal so nachvollziehen kann. Das heißt, in einem Wahlkreis, wenn ich das mal auf meinen ziehe, Lichtenberg, kann ich sehen, in den Gebieten, wo die Leute in den neu gebauten Eigentumswohnungen und so weiter wohnen, ist die Wahlbeteiligung viel, viel höher als in den Gebieten, wo es viele Menschen gibt, die von Arbeitslosengeld 2 und ähnlichem leben müssen. Und das nur als kleine Ergänzung. Sie hat sich jemand unterbrochen. Der Bundespräsident wollte doch mit allen Parteien sprechen zur Bildung der Regierung. Hat er mit den Linken gesprochen? Ist ja. Aber etwas in der Gang. Ja, es ist leider war es so, dass Katja Kipping und Bernd Rixinger eingeladen waren und das abgesagt haben erstmal. Aber dann hat man einen neuen Termin gemacht und der hat auch stattgefunden. Nein, das macht er schon. Hat er gemacht, ja. Ja, ein bisschen Sorge macht mir eigentlich, dass so die Partei oder meine Partei, die Linke, wenig Nachwuchs hat, wenig junge Leute. Was ist möglich, auch über die Fraktion mal ganz jugendgemäße Probleme zu untersuchen und auch zu stellen. Also diese Bildungsfrage wird immer gestellt, das verfolge ich auch. Aber wie erreichen wir als nun doch langsam alt werdende Menschen, dass wir den Nachwuchs, darüber haben wir uns vorhin ja verständigt. Also die eigenen Kinder, die
auch gestern gesehen bei uns in der Basisgruppe, die einigen Kinder arbeiten von morgens bis abends. Die anderen sind dann krank. Die Enkel haben mit dem Studium zu tun. Also die wissen zwar, was Oma macht, aber sie sind nicht bereit, dahin zu gehen. Gibt es da mal Untersuchungen, gibt es da mal Gespräche, gibt es da Überlegungen? Also ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr. Also das Erste ist, dass man mal ihre Art der Kommunikation akzeptiert. Deshalb twittere ich ja auch inzwischen und so. Weil es hat keinen Sinn, sich zu verweigern. Wenn du bei deiner Art der Kommunikation bleibst, die sie nicht akzeptiert, dann erreichst du sie auch nicht. Deshalb zum Beispiel bin ich eben auch dreimal bei Stefan Raab gewesen. Nicht bei seiner, wie heißt das, Raab Total? Das heißt, warte mal, TV Total. TV Total, also das ist ja nicht so, dass mich die Sendung durch und durch heizt, sondern der Punkt ist, dass ich weiß, das schaut die Jugend. Ich habe nach meiner ersten Sendung bei Raab Zuschriften bekommen von Jugendlichen, die mich gar nicht fanden. Die absolute Mehrheit war die erste Sendung, ne? Nee, das war die zweite. Okay. Ich war davor, wo man da immer so hin und her gefahren wird. Wusste ich gar nichts. Ich, weil die Sendung, die ihr seht, hat wohl überhaupt nicht. Dann bleiben Sie sitzen, Sie werden ja wieder gefahren. Und dann machte ich, das war auch Stefan Raab, da gab es natürlich eine Reklamepause und dann wurden wir geschminkt. Und dann habe ich wieder nachgeschminkt. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber Herr Raab, Sie merken auch, dass Sie länger nachgeschminkt werden müssen. Und da lachte der ganze Saal und da sagte er, aber Herr Gysi, so ein Baumo können Sie doch nicht sagen, wenn die Kamera aus ist. Das hätten Sie sagen müssen, wenn die Kamera an ist. Wenn Sie es aber nachher wiederholen, lachen die ja nicht mehr, weil Sie jetzt schon mal gelacht haben. Aber ganz nett, du erreichst ganz andere Leute. Wieder eine Frage der Übersetzung. Das Entscheidende ist die Kommunikation. Das Zweite, du musst bei ihren lernen, du musst dann auch was zur Berufsausbildung machen, du musst was zu ihrer Freizeitgestaltung machen, etwas zu ihren finanziellen Möglichkeiten. Nur, das alles wird nicht dazu führen, dass sie einsteigen. Das ist richtig. Weil dafür sehen sie, vielleicht wählen sie uns, das ist schon was anderes, aber deshalb treten sie noch nicht ein. Weil dazu brauchst du noch ein besonderes Engagement. Und dann, Jugendliche haben vieles, nur eins nicht. Sie haben keine Geduld. Und wenn du als Jugendlicher dir vornimmst, ein Haus zu retten oder was daraus zu machen, und da ist nach 6 Wochen immer noch nichts passiert, dann verlierst du ja die Lust. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, wenn man jung ist, hat man noch so viel Zeit vor sich. Ihr müsstet mehr Geduld haben als ich. Bei mir sind es ja nur noch ein paar Jahre, aber ich bin viel geduldiger, sage ich mal. Mit anderen Worten, auch das muss man sehen, sie brauchen Erfolgserlebnisse. Und da muss uns viel mehr einfallen. Und zwar auch aus einem Grunde, warum ist denn der Rechtsextremismus bei bestimmten Jugendlichen erfolgreich? Weil er ihnen Selbstwertgefühl zum Nulltarif anbietet. Er sagt, du bist mehr wert als über 1 Milliarde Chinesinnen und Chinesen, als alle Polen und Russen und Russen und so weiter, weil du als Deutscher geboren bist. Dann sagt sich so ein 15-Jähriger, ich bin ja schon was wert. Wir sagen, du musst was leisten. Also wir machen es ihm ja viel schwerer, stolz auf sich zu sein. Alle demokratischen Kräfte machen das schwerer. Also müssen wir uns doch was überlegen, wie wir den Jugendlichen ein Selbstwertgefühl geben, aber natürlich nicht auf Kosten anderer Nationen, sondern in ganz anderer Richtung. Denke ich auch drüber nach. Ich habe auch nicht auf alle Fragen logischerweise eine Antwort. Wie wir das Selbstwertgefühl von Jugendlichen stärken. Denn nur wenn wir das stärken, werden wir den Rechtsextremismus dort wirksam bekämpfen können. Sonst nicht. Die haben eine Kameraderie. Sie haben ein Chefsystem. Sehr bequem. Für einen 15-Jährigen. Wenn du einen Chef hast, der dir sagt, was du zu denken hast, dann denkst du auch so. Und du machst, was er sagt, und wenn du im Knast sitzt, schickt er dir auch einen Anwalt, hilft auch und so weiter. Das haben wir alles unterschätzt, oder es ist in einer Gesellschaft unterschätzt worden, und ich glaube, dass wir jetzt wirksamer dagegen vorgehen müssen. Ich komme, bevor Sie drankommen, nochmal kurz auf Stefan Raab zurück. Du hattest ja in dieser Sendung die absolute Mehrheit zwar gewonnen, aber nicht die absolute Mehrheit. Hättest du sehr ärgerlich. Hättest du die absolute Mehrheit gewonnen, hättest du ja eine große Menge Geldes bekommen. Hm? Aber definitiv, aber nur mal für uns beide. Was hättest du damit gemacht?
Es gibt wie viel wäre es denn gewesen? Ja, 100.000. Ne? Nee, ich glaube sogar mehr. Nein, wir waren in der Sendung vorher gerade gegangen, waren 100.000 und in der nächsten, also es sammelt sich immer an, aber davor war so ein Rapper, der hat, glaube ich, das gewonnen. Achso, okay. Ja, aber gut. Also, du hattest schon einen Plan mit ja. Geld. Naja, erst, ich meine, man überlegt sich, also weil man habe gesagt, das ist ja absurd, aber wenn, weil das ist ja dann doof, wenn du denn dir gar nicht einfällt. Ja, ich hätte Folgendes gemacht, wir haben 15 SOS-Kinderdörfer in Deutschland. Und das ist deshalb eine vernünftige Einrichtung, da werden ja Kinder betreut, die entweder keine Eltern haben oder deren Eltern das Sorgerecht aus verschiedensten Gründen nicht wahrnehmen können, etc. Und meine runden Geburtstage, da laden wir immer ein und bitten dann um Spenden. Das erste Mal an ein SOS-Kinderdorf in Brandenburg, das zweite Mal in Berlin. Und die in Berlin haben mit dem Geld, waren über 3.000 Euro oder so, oder war ganz schön, die haben Folgendes gemacht. Wir sind in einen Erlebnispark gegangen und sind einmal zur Ostsee gefahren. Und dann hat mir die Leiterin gesagt, diese Kinder haben noch nie Moabit verlassen. Sie waren noch nicht mal in Köpenick. Geschweige denn haben sie ein Meer gesehen. Und das ist ihr Traum. So, und also habe ich natürlich ein Herz für SOS-Kinderdörfer. Und meine Idee habe ich deshalb entwickelt, weil ich wollte nicht ein Bundesland nehmen. Ich wollte nicht Berlin nehmen und ich wollte auch nicht Bayern auslassen. Und habe mir überlegt, wie macht man das? Und deshalb 15 SOS-Kinderdorf, das verteilt sich über das ganze Land. Und dann hätte ich das geteilt durch 15. Jedes SOS-Kinderdorf hätte den gleichen Betrag bekommen. Aber ich hätte eine Bedingung daran geknüpft. Das mache ich immer, dass die Kinder entscheiden, was mit dem Geld passiert. Nicht die Leitung. Dann müssen wir immer eine Versammlung machen mit allen Kindern. Und dann diskutieren wir. Es ist hochinteressant, wie die Kinder diskutieren und was sie sich aussuchen. Und dann einigen sie sich irgendwie. Auch interessant, was bei uns Erwachsenen viel schwerer ist. Das kriegen die gebacken. Und dann hätte ich noch eine Gemeinheit begangen. Das heißt, ich hätte dann gesagt, das und das mache ich damit. Und dass ich mir überlegt habe, dass 100.000 viel Geld sind, aber ich will noch mal 5.000 Euro drauflegen. Dann haben die noch mal 5.000 Euro mehr. Und ich wollte sie fragen, Herr Raab, ob sie das auch machen. Und dann habe ich denen gesagt, hinterher, das hätte ich aber gemacht. Und er sagt, da wissen Sie, was ich Ihnen dann geantwortet hätte? Sag ich, nee. Hätte ich Ihnen gesagt, ich werde nie öffentlich bekannt geben, wenn ich etwas spende. Das ist für mich eine Form von Angeberei, das mache ich. Wenn, dann mache ich das still. Was hätten Sie dann gesagt? Er hätte gesagt, macht nicht still, geben Sie mir nachher heimlich die 5.000. So, also, aber ausgefallen. So, jetzt die Dame mit den dunklen Haaren und dann Sie. Ich wollte mich noch mal zur Bildung äußern. Ich war 47 Jahre Lehrer, die eine Hälfte zu DDR-Zeiten, die andere Hälfte zu diesen Zeiten. Und habe den Unterschied kennengelernt. Und jetzt war ja kürzlich die PISA-Studie im Ländervergleich der Bundesländer. Und Berlin schloss immer mit als Vorletzte ab. Bremen war wohl noch schlechter. Interessant war, dass die ostdeutschen Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg, ganz gut abgeschnitten haben. Und ich fand hochinteressant die Feststellung, dass, ich glaube, es war die Brandenburger Schulsenatorin oder Ministerin, die dann äußerte, dass an den Schulen ja noch vorrangig ostdeutsche Lehrer unterrichten, die Ausbildung noch zu DDR-Zeiten bekommen haben. Und ich kann das nur voll unterstützen. Ich war heute wieder in der Schule, ich übe da ein Ehrenamt aus und helfe Kindern, insbesondere, ach, ich finde es immer so schrecklich, mit Migrationshintergrund. Das ist ein bulgarischer Junge, ein Roma-Junge, der 4 Jahre die Schule jetzt besucht und eigentlich immer noch so viele Defizite aufweist, die mir aber verständlich sind, weil all das, was dieses Kind vorher schon erlebt hat, manche von uns träumen sich ja davon und wissen nicht, was Kinder durchaus schon durchgemacht haben. Und deswegen kann ich nur unterstützen, was Sie sagen, Bildung muss Bundessache sein, denn das geht nicht anders. Kann nicht funktionieren.
Also übrigens, unsere Facharbeiterinnen und Facharbeiter waren natürlich auch viel besser ausgebildet. Ich meine, also Mangel kann manchmal auch zu zwei Fortschritten führen. Der eine Fortschritt bestand darin, dass unsere Facharbeiterinnen und Facharbeiter noch lernen mussten zu reparieren. Heute tauscht sie ja nur Blöcke aus. Das lag ja daran, dass immer das Material alles knapp war. Also mussten sie sich immer was einfallen lassen. Deshalb haben ja Handwerksmeister in NRW gesagt, wir nehmen gerne Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus dem Osten, weil die können ja noch sagen, das kann ja ich schon gar nicht mehr, sagt er. Und das Zweite ist, wir waren ja in der Chemie nicht so weit, deshalb waren unsere Lebensmittel nicht chemisch behandelt. Ja, das ist hochinteressant. Dadurch hatten wir natürlich immer einen Angebotsmangel. Klar, wann gab es Tomaten und so, und Kirschen und Erdbeeren. Aber wenn es sie gab, waren sie immer frisch und chemisch nicht behandelt und dadurch kannten wir kaum Allergien. Auch interessant. Ich bin ja da nie einseitig. Also ich sage zum Beispiel, unsere Kinder hatten viel mehr Bronchitis als die Kinder im Westen, weil bei uns nichts dicht war. Nichts. Das ist so. Auf der anderen Seite war Allergien fast ein Fremdwort und in Marzahn-Hellersdorf, meinem ersten Wahlkreis, nahmen die um 40% zu. Und das lag ja nicht an der Luft, die kam ja auch über die Mauer, sondern das lag natürlich an der anderen Behandlung von Lebensmitteln. Ist ja auch interessant, darüber lohnt es sich ja mal nachzudenken. Wissen Sie, das ist das, was mich bei der deutschen Einheit geärgert hat, man hat nicht hingeguckt. Wenn man hingeguckt hätte und gesagt hätte, 90% müssen wir überwinden, okay, aber 10% sind vernünftig, die führen wir in ganz Deutschland ein. Dann hätten eben auch die Westdeutschen ein Vereinigungserlebnis gehabt, das ist ihnen ja nicht gesinnt worden. Was haben sie denn vom Osten gekriegt? Aus ihrer Sicht. Aus ihrer Sicht sagen sie, der Osten ist hinzugekommen, ist teuer, ist aber ein Fass ohne Boden. Steckst du lauter Geld rein, kommt Geld raus, dann laufen sie rum und wählen komisch. Kann das schon aus ihrer Sicht? Ich dachte, sie reichen kein Geld. Wenn man damals gesagt hat, Kindertagesstätten im Osten, vielleicht Berufsausbildung mit Abitur. Also so 10 solche Sachen übernommen. Das wäre eine völlig andere Situation. Schade, verschenkt worden. Bitte schön, Sie. Wie würden Sie noch mal zu Kurt Krömer in die Forschung gehen? Zu wem? Kurt Krömer. Also, ich habe das letzte Mal bei Kurt Krömer deshalb, weil mir gesagt worden ist, der ist im Berliner Ensemble und macht jetzt eine ernsthafte Sendung. Es war ein Tag vor meinem Urlaub, das ist ja schon 1,5 Jahre her oder so, und es war sau anstrengend für mich. Ich kann sowas nämlich nicht. Ja, alle denken, das fällt mir leicht, das fällt mir gar nicht. Ich hatte nur eine gute Idee, er setzte mich in ein Sofa ganz oben und saß selber in einem hohen Sessel. Und dann stand er auf und quatscht mit den Leuten, dann bin ich aufgestanden, habe mich in seinen Sessel gesetzt. Und dann musste er sich da unten so, und da hat das Publikum getobt. Das war auch die einzige Idee, die ich hatte. Außerdem habe ich dort Helge Schneider getroffen und ihn gewonnen zur Matinee-Veranstaltung im Deutschen Theater. Das hat sich auch gelohnt. Ansonsten würde ich versuchen, es eher zu vermeiden. Ich finde ihn zwar so, er ist natürlich eine Provokation. Provokation braucht man im Fernsehen, aber da schaue ich lieber zu, als dass ich daran teilnehme, weil ich mich auch nicht verhalten kann. Zum Beispiel, wenn du ernsthaft antwortest, wenn er dich was fragt, der will dich aber nur verarschen, dann geht das falsch. Wenn du ihn verarschst, verlierst du. Das kann ja viel besser. Also man muss ja auch immer wissen, naja, es ist mir auch zu anstrengend, ehrlich gesagt. Es ist mir auch zu kompliziert, sowas. Aber es war sehr unterschiedlich. Das haben die ja immer wieder gesendet. Und ich habe so viele Briefe bekommen. Und einige haben sich wirklich begeistert geäußert, andere haben geschrieben, aber nie wieder, bitte. Ja, einmal, aber nicht wieder. Also es war ganz unterschiedlich. Ja, weiß man auch nicht. Ja, aber wenn ich das erzählen darf, das war ja auch was Besonderes. Es gab doch diese Sendung, wie hießen die mit den 7 Köpfen? 7 Tage, 7 Köpfe. Und da war doch aus Holland der Rudi Carrell, war der Chef. Und der lud mich dorthin ein, da gehört ja ein Politiker überhaupt nicht hin. Aber er machte das, weil er uns mochte. Und weil er fand, er muss da was durchbrechen. Und das war aber für mich auch sehr schwer, mich in dieser Sendung zu verhalten. Aber ich muss den Journalistinnen und Journalisten lassen, auch die Talkshows, was der Erich Böhme mit mir gemacht hat. Der hat mich eingeladen, und zwar doch auch, um den Leuten die Angst zu nehmen.
dass die denn sagen, dass sie jetzt überhaupt nicht rausfliegen bei uns. Also, scheint ja nicht ganz so schön zu sein. Denn die Nachrichtensendungen haben uns ja ignoriert. Wir hatten nur eine Chance über diese Talkshows. Und dabei machst du dir übrigens Freunde und Feinde. Der hat mich zum Beispiel eingeladen, da saß Aus vom Spiegel da und Markwort vom Fokus. Und dann ging es um die Frage, was die Zukunft ist, Fokus oder Spiegel. Und ich war noch da. Also neben wir drei. Was ich da sollte, wusste ich eigentlich, ich sollte dann den Richter spielen. Und dann sagte der Markwort zu dem Aus, ja, wir sind viel moderner. Wir sind kürzer, wir sind an den Themen dran, wir machen uns Fakten weiter. Und dann sagte Böhme zu mir, ja, wie sehen Sie das? Da sagt, ja, ich finde, dass Herr Marco völlig recht hat. Der Fokus ist deutlich moderner als der Spiegel. Zumindest, wenn man unter modern oberflächlich versteht. Und das Problem war, das hat er sich garantiert gemerkt. Ich war erledigt für alle Zeiten bei uns. Und was ich auch witzig fand, ist, er nickte noch, erst weil ich sagte, viel moderner, und dann kam sozusagen der Keller. Und dann schrieb die Welt, wenn Gysi einen würdigt, muss man höllisch aufpassen. Nie zu früh nicken. Obwohl jetzt scheint der Fokus dir verziehen zu haben, denn ja? Neulich stand was Positives über dich drin. Ist nicht wahr. Da ging es um diese Talkshow, wo du mit Rainer Brüderle und Trittin warst und dann bist du im Fokus positiv bewertet worden. Über stimmliche Modulation, rhetorische Brillanz und so weiter. Stell dir vor. Also es hat aber wie viele Jahre ist es her? Böhme ist ja auch schon ewig nicht mehr, also 15 Jahre mindestens. Okay, Sie hatten sich nochmal gemeldet? Ja. Also ich habe registriert, dass Sie Ihr Verhältnis zum Sport verändert haben. Anfang der 90er Jahre antworten Sie auf die Frage, treiben Sie Sport eindeutig mit Nein. Richtig. Und nun habe ich hier einen Artikel, 10 Tage vor den Wahlen, also vom 12. September, Markus Decker schreibt über Sie. Beim Berliner Konvent präsentiert sich Gysi braun gebrannt und abgespeckt. Mehr als 13 Kilo hat er zuletzt verloren. Er isst weniger und fährt im Keller Fahrrad. Jeder, der das macht, weiß, wie langweilig das ist. Meine Frage ist, womit beschäftigen Sie sich beim Fahrradfahren? Also, ich habe da ein altes Fernsehgerät und früher hatte ich da Eurosport drin. Und bei Eurosport sieht man Sportarten, von denen ich nie wusste, dass es überhaupt gibt. Da schieben die so Kugeln über die Fläche und sowas. Ja, wie heißt das? Ich hab's auch vergessen. Und da muss ich immer aussuchen, wie man da gewinnt und verliert und so. Also sowas schaue ich mir an. Aber das Abnehmen hat genau damit zu tun. Denn ich saß wieder auf meinem Fahrrad, fuhr mal eine halbe Stunde. Langsam. Eine halbe Stunde ist wirklich lang, ja. Und dippelte immer den Fernseher hin und her, weil nichts richtig war. Und dann sah ich plötzlich Pelzig, den ich mag. Und sage, ach, dann höre ich mir noch Pelzig an. Und dann stelle ich fest, neben ihm sitzt so ein dickes Schwabbel. Da sage ich, wer ist denn das? Gucke genauer hin und stelle fest, ich. Daraufhin habe ich zum Pop weitergeschaltet und seitdem nehme ich ab. Einfach, wenn es mir nicht glaubt. Ich schaue mir keine Talkshows an, weil wenn ich das mache, bin ich richtig schlecht gelaunt. Dann sage ich, mein Gott, wie du dein Gesicht verzerrst. Wieso hast du denn so eine schiefe Lippe? Warum machst du denn so mit deinem Arm? Was erzählst du denn da für ein Mist? Du hättest auch das sagen können. Das hat gar keinen Sinn. Und deshalb habe ich mir das abgewöhnt, das mache ich nicht. Aber, und durch diesen Zug habe ich mich gesehen. Und dann dachte ich, nee, jetzt ist gut. Und aber du musst jetzt irgendwann, macht es mir auch Spaß. Aber aufhören, mir auch Spaß nehmen. Abzunehmen, ja. Ja, also gibt es denn so einen Punkt, wo es nicht mehr schön ist? Ja, kann schon sein. Mein Vater, so war es immer so, wenn der abnahm, dass er irgendwann richtig dürr im Gesicht wurde. Das war dann unangenehm. Dann nahm er wieder ein bisschen zu. Aber ich finde, es geht noch. Also ich könnte schon noch ein Kilochen abnehmen. Nee, aber nee, es macht ja auch, nee, muss man sagen. Ich frühstücke und esse zu Abend. Das geht dann über die Schluss. Ich frühstücke richtig gut. Jeden Morgen esse ich mein Ei und so. Das macht mir auch Spaß. Egal wie früh, da muss ich eben früh aufstehen. Und abends esse ich Fleisch und Gemüse oder Fisch und Gemüse. Davon nimmt man auch.
Gut, also jetzt. Aber es gibt eine Krankheit, würde ich immer sagen, das ist eine leichte Schilddrüsenüberfunktion. Wenn man die hat, nimmt man gar nicht zu. Und Leute, die diese leichte Krankheit haben, ist die einzige, die ich sie ein bisschen beneide, weil ich würde nur gerne mehr essen und doch nicht zunehmen. Aber jetzt gibt es natürlich wieder Verrückte in der Welt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, die haben sich eine Schilddrüsenüberfunktion dann einbauen lassen und sind schwer krank geworden. Das ist etwas, was man nie darf, seinen Körper zu entstellen, das ist absurd. Mit Blick auf die Uhr kommen jetzt so langsam die letzten Hinweise. Ein Hinweis besteht ja darin, dass Sie und ihr draußen Bücher kaufen konntet. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen erfolgt ist. Kann ich mal ein Zeichen sehen? Hier. Nee, wurde nicht. Sie haben zum Beispiel ein Buch gekauft. Das ist schon mal gut. Also, und wer ein Buch mit hat und das signieren lassen möchte, der kann das sicher machen. Ein Stift hätten wir. Und bevor... Ich habe sogar selber einen Stift, auch wenn du es mir nicht bist. Naja, also... Ich habe nicht gesagt, ich bin ein Stift. Ich muss mich jetzt schwer zusammennehmen, um nicht so ein paar Geheimnisse auszuplaudern, aber das später. Bevor ich mich jetzt... Aber ein Geheimnis darf ich ausplaudern. Sie hat mich entschuldigt an der Hochschule. Das ist ja kein Geheimnis. Sie hat mich entschuldigt und hat zu dem Professor Heine gesagt, Dr. Giesekern, die hat eine Operation und kann heute leider nicht kommen und so. Und dann hat er, weil wir das da oben standen, hat er gesagt, ich begrüße ganz herzlich Frau Giese. Aber wir haben es geklärt, wie wir weiter verfahren. Also das ist bald mehr Sorge nicht für uns. Ja. Das ist klar, ja. Das ging zu weit. Das ging zu weit. Das ging wirklich zu weit. Also bevor ich jetzt mich bei Gregor Giese bedanke, muss ich natürlich auf die Nummer 29 hinweisen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir diesen Jahr 30 schaffen. Am 15. November wird Daniela Dahn mein Gast sein mit ihrem neuen Buch. Wir sind der Staat. Sie können sich wie immer schon draußen anmelden bei Tanja Behrendt und Antje Kind, den ich für die Unterstützung hier natürlich mal sehr dankbar bin, genauso wie Marc Seibert, der kann können wir von hier aus nicht einschätzen? Hat funktioniert, okay. Für uns organisiert hat. Und im Dezember geht es dann wieder etwas gemütlicher zu. Da haben wir Elke Bitterhoff und da geht es auch um südamerikanische Literatur, Lesung und Musik und wahrscheinlich, so, was hat man zu Weihnachten, Glühwein ähnliches. Aber im November bleiben wir bei unserem bewährten Wein aus Frankreich und da nach draußen ins Foyer. Ein herzliches Dankeschön dafür. Jetzt also herzlichen Dank an Gregor Giese. Und ich passe mir gleich aus. Herzlichen Dank und alles Gute für dich. Danke.